Und der war ja sonst auch noch hier in. Oh, das muss ich entgegennehmen. Oh, danke schön. Ja, das ist für euch. Also ich stelle es mal zu den Geschenken, weil ich krieg's ja nicht. Gibt's eine Kuchen? Achso, ja, hier. Ja, ich bin hier schon.
Nein, nein, nicht wirklich. Nein, nein, das ist ja. Genau. Wir wollen jetzt nicht zurückschauen, sondern nach vorne auf die goldene Hochzeit und... Oh, scheiße. Habt ihr die CD jetzt im Auto gelassen? Nee, ne? Noch schnell angehört. Ich hab doch gesagt... Wie geht denn mal nicht leer? Also irgendwas ist mit der Zu, sehe ich schon. Zu ist muss ja nicht ganz klappen. Der Mensch in Natura sagt ab und die CD fehlt. Also ja, irgendwas ist ja hier... Also, wir haben... Das wird ja schön gemalt. Genau. Für euch schön. Vielleicht ist das ja der Soundtrack, auf dem Weg zur goldenen Hochzeit, dass das weiterhin so nett läuft und es Anlässe gibt, gemeinsam zu feiern und Musik zu hören. Ja. Wir alle gesund bleiben. Genau. Super schön gemalt. Ja. Wer hat's gemacht? Ja, hallo, wer wohl? Diesmal durch. Nein! Du weißt gar nicht, wie ich fertig bin. Wir haben zu dem gesagt, also sind alle da, aber der Fuß ist gar nicht. Herr Korn, die letzten Schäden, was ich gestern hier gesagt habe, ich bin ja gerade gesagt. Ich kann nur sagen, schlechte, böse Menschen. Böse Menschen. Ich bin unschuldig und habe mich gezwungen. Ich wusste von nichts. Doch, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Mein Ehrenwort. Ja, ja. Ja, das hat schon mal einer gesagt. Oh, alles gut. Oh, alles gut. Okay, also ich kann ich auch drei Gläser. Da hinten im Zelt, dass man schön ausgucken kann an die. An diese. Oh, jetzt trinken wir mal ein Glas Sekt. Braucht ihr das? Ich saß jetzt bis gerade im Auto und dachte, schön hier. Akribisch. Böse. Aber ehrlich, wer ist denn auf die Idee gekommen? Ja, wer wohl hier? Das ist böse. Ich und dann erklär dich nicht. Ja, das böse. Sind 30 weiße Haare und 3 Falten mehr. Als die Einladung. Das ist doch schön gewesen. Oh. Ja, aber ich weiß hier kurz vor. Du lässt ja nichts einladen. Er hat einfach nur mitgemacht. Ja, war doch gut. Er hat Arbeit. Ich hab mich gemacht. Ich musste. In allen hatte ich mir nicht vorstellen. Schlechtes Karma. Ich krieg's auch. Warte mal, ich war ja leicht dabei. Ich habe eben schon gesagt, es sind da nur Musik fehlt, aber es gibt ja größere Probleme. Also zur Geschichte. Wir hatten die Einladung und waren bei Dennis in Reichen. Sie haben gesagt, hast du schon was vor? Bist du da schon gebucht? Meine Freundin vielleicht, die ist auch da im Musik und so. Soll ich die anrufen? Das macht die. Die Große. Ja, die Große, genau. Kann ich spielen, hat er nicht gesagt. Bei mir ist nur angekommen, er weiß die Adresse. Ja, aber das ist ein guter Prozess.
Klaas, komm mal her! Normalerweise ist das nicht meine Art, hier Leute zum Schweigen zu bringen. Aber als ehemaliger Vorsitzender des Tanzsportclubs nehme ich mir einfach mal das Recht. Du bist ja meine Nachfolgerin. Eigentlich müsstest du hier stehen, aber ja, gut. Silberhochzeit ist zwar erst in ein paar Stunden, aber ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tanzsportclub übergibt denjenigen, die Silberhochzeit feiern, eine schöne Silberhochzeitsfigur. Und irgendwann werdet ihr diese Pose auch üben. Üben, oder? Wir streichen uns an, genau. Ich würde sagen, in wenigen Stunden, ne, oder? Denk aber daran, dass du das richtig machst, das geht noch mal fürchterlich in den Rücken. Ja. Okay, schönen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja. Wanderpokal? Nein. Den darfst du dir übers Bett stellen. Okay. Jo, gerne. Und ich gerne bitte auf die Tanzfläche. Ich möchte. Oh, ich wollte schon auf Ende. Aber haben wir das Phantom mit? Ja, wunderbar. Gut, kommen Sie einfach runter. Ja, Sitzplätze gibt es genug. Weil für euch beide. Ja, ich muss sagen, man hat euch böse reingelegt. Ja. Zur Erklärung, ihr habt Freunde, die man nicht zu Feinden haben möchte. Denn wenn sie Feinde wären, meine Güte, habe ich böse reingelegt. Sie haben mich angefragt, dass ich hier singe bei ihrer Feier zur silbernen Hochzeit. Und ich habe natürlich zugesagt, wohl wissend, dass böse Menschen ganz viele Sachen im Hintergrund schon geplant haben, dass ich kurz bevor ich hier aufschlage, absage und sage, ich kann nicht. Stattdessen ein Schlagzeuger kommt. Schlagzeuger? Ja, das ist also. Wow. Und der hätte da bis nachts Schlagzeug gespielt, mit dem ihr dann getanzt hättet. Also ich muss sagen, Familie Neubauer, Kompliment. Gut gemacht. Ja, ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ja? Und ja, es ist ein alter Brauch.
einen langsamen Walzer. Und ich lasse die beiden so mal so 30 Sekunden tanzen. Und dann kann jeder dazu kommen. Wherever you're going, I'm going your way. To... Ach, da möchte man doch mal jung sein, ist das nicht schön? Ja, das ist wunderbar. To see we're after the same ring. Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. And so, ab jetzt kann zugetanzt werden. Also wer möchte? Der war auch so dick und hat dann so schön so dekoriert, so richtig schön aufgeschnitten. Das heißt, du musst nicht abschneiden. Wenn die Außen nicht kross sind, kann man es auch gleich aus dem Backofen machen. Dann ist auch kein Unterschied mehr. Reise noch hier verschlossen.
1992, so genau wissen wir das nicht, da sind wir noch ein bisschen zu jung für. Aber die Überlieferungen, die wir so bekommen haben, die versuchen wir einfach umzusetzen. Klaus, wie stellst du dir eigentlich so das Leben in der Zukunft vor? Was meinst du? Klaus? Wie stellst du dir das vor? So in einem schönen Bauernhaus mit Garten und Hund und Kindern und ja. Hühnern und ein Schwein? Ja. Nee, ja? Das fehlt mir gerade noch. Na. Aber was denkst du denn stattdessen? Ja. Zwei Bier. Okay. Aber hättest du... Aber wollen wir vielleicht irgendwie heiraten oder so? Ja, können wir machen. Ja, also, ich muss jetzt auch los, wir laufen morgen früh aus. Wir sehen uns dann. Ah ja, bis dann. Gut, erzähl. Ja, wir sind ein bisschen rumgefahren mit ein paar Kollegen. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Du, ich hab mal beim Standesamt in Oldenburg nachgefragt und die haben für die nächsten 3 Jahre keine Termine mehr. Ich sag's dir, heiraten liegt so im Trend gerade. Ja, das ist ein Problem, aber ich habe da noch ein paar Connections. Mein Vater kennt einen, der hat einen Bruder, sein Bekannter, der schuldet mir noch was. Ich habe mal gefragt, um 7.30 Uhr am 21.05. könnten wir heiraten. Ja, guter Deal. Und natürlich wurde es dann gemacht, wie geplant. Und verheiratet. Du Klaus, ich würde gern noch so kirchlich heiraten, weißt du, so schön mit Kleid und Feier, das wäre doch was. Ja. Oh, Zustimmung. Welcher Termin wäre denn da gut? Lass uns das gleich festlegen. 21.06. Nee, da bin ich noch mit dem Schiff unterwegs. 21.07. Nein, habe ich eine Fortbildung. Trag doch mal deine Termine in den Kalender ein. Das weiß ja sonst kein Mensch. 21.08. Ja, können wir machen. Okay, planen wir das. Also wurde auch kirchlich geheiratet. Alles verlief schön und gut. Aber das Leben war doch noch nicht so ganz vollständig, da fehlte noch was. Wie sieht's eigentlich aus mit Kindern? Wäre das was für uns? Wenn du das unbedingt willst, ja. Gut, also nach anfänglichen Schwierigkeiten kam dann irgendwann die gute Nachricht. Klaus, ich bin endlich schwanger. Nein, wirklich? Ja. Oh, das freut mich. Und, weißt du, wir können ja schon mal über Namen nachdenken. Ach so, ich muss jetzt für ein Jahr leider nach Brasilien. Ja, leider, habe ich vergessen einzutragen im Kalender. Aber, das ist doch kein Problem, oder? Da komme ich doch gern mit. So, aber vorher müssen wir doch noch einmal über Namen nachdenken. Ich glaube, das Kind kommt vorher noch. Ja. Wie wär's mit Ottilie? Nee. Rosa? Das fehlt mir gerade noch. Carla? Okay. Gut, nehmen wir Carla. Also, sie flogen nach Brasilien. Aber das Leben war immer noch nicht so ganz vollständig, wie es sich Gundula gewünscht hatte.
Du Klaus, wollen wir hier vielleicht noch so ein Kind adoptieren? Die sind so niedlich. Wieso? Wir haben doch schon eins. Was willst du denn damit? Das fehlt mir noch. Entschuldigung. Aber zurück ward dann doch ein Sohn geboren und wieder begann die Suche nach dem Namen. Was hältst du von Leopold? Bloß nicht, nee. Ferdinand? Nein, gar nicht. Justus. Okay. Gut, dass wir uns so gut einig sind. Die Zeit vergeht, es vergehen Monate, Jahre, ein Jahr, 5 Jahre, 25 Jahre und die beiden lebten glücklich und zufrieden, als plötzlich Gundula eine Idee kam. Du Klaus, wollen wir das nicht als Grund nehmen, die 25 Jahre und vielleicht mal wieder feiern? Ja, können wir machen. Na, dann lass uns doch gleich planen. Wie machen wir das? Wann machen wir das? Was wäre ein guter Zeitpunkt? Ah, das Wetter ist immer so schlecht. Schwierig, schwierig. Und was wollen wir essen? Oh, ich habe da so ein gutes Rezept gefunden. Oh, wow. Aber wie feiert man sowas und wen lädt man ein? Schwierig ist das. Klaus, was sagst du dazu? Dann plane ich es eben alleine. So, ich habe da einiges organisiert. Ach, schon so spät. 20.05. 19 Uhr kommen die Gäste. Es ist 18.30 Uhr. Klaus, hallo. Ja, mach den Grill an, das Schwein muss raus. Ich bin unterwegs.